Willkommen zurück bei Final Fantasy 14 Online. Eine weitere Folge. Was haben wir gemacht? In Etriten haben wir harmonisiert. Durften wir jetzt als Teleport da oben haben. Kohlenstaubbahnhof, sehr gut. Sollte man, auch wenn man selber spielt, sollte man das auf jeden Fall machen. Wird da jeder machen wahrscheinlich. Jetzt werden wir uns da in den Fate reinhauen. Das sind wieder ein paar Routinepunkte. Die will ich nicht. Die will ich. Die sind recht fein, solche Fates, wo man sich gleich auf einen Gegner konzentrieren muss. Der hat jetzt dreimal Blitz hängen. Okay. Und man sieht jetzt schon, der MP geht runter, wir haben Feuer und machen Transpiration auf Eis natürlich. Und da geht die MP wieder auf. Habe ich auch lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Da immer wieder vergessen. Läuft. Und jetzt haben wir bald. Und tschüss. Und wir bekommen 1120. Das ist schön und viel in dem Stadium, wo wir sein. So, holen wir uns das dann ab. Ah, das waren die Orobo da unten, die Viecher halt, Heiltrank oder Ether. Wir nehmen Heiltrank. Jetzt hat der wieder was, wir schließen aber zuerst das Hauptquest ab. Dauerstein, Halloween-Kürbis. Und da kriegen wir Schnelligkeit, Konzentration, Präzision. Ist nichts für uns, aber wir müssen es annehmen. Ja, das ist schon eher was für uns. Oder das. Ich glaube, wir werden das Geld nehmen. Da müssen wir mit Leuten reden. Bestellungen der Kunden aufnehmen. Ja, das machen wir doch. Spielen wir mal Kellner. Let's Play Kellner machen wir jetzt. Branntwein will der. Ein Bier, das ist mein Freund. So, vierte Kunde. Wobei der will das sein. Ich habe eine Ahnung. Da werde ich jetzt mal hinlaufen. Das Data, Kunde Nummer 4. Haben wir jetzt schon wieder Gebiet entdeckt. Sehr schön. Da ist da hinten alles offen. Wenn man im Chatfenster sieht, kriegt man dafür eine Routine. Und jetzt überleben wir das. Yep. Die Abkürzlichkeit hat uns Leben gekostet. So, Bestellung. Fein säuberlich aufgeschrieben. Sehr gut. Wir nehmen Geld, habe ich gesagt. Passt. Nächste gleich. Aber da kriegen wir einen Ring, starke Intelligenz und Willenskraft plus 1, das ist sehr schön. Was ist das? Armbänder. Schauen wir gleich nach beim Charakter, ob wir Armbänder schon haben. Und wir sehen, nein. Okay. Was will der? Treibermeisen Kiefer besorgen. Passt. Nehmen wir den auch noch gleich an. Intelligenz 1, Willenskraft 1. Ist besser, wenn wir jetzt einen haben. Da freue ich mich. Und da überschneiden sich die zwei Gebiete wieder. Fassfallen untersuchen und wilde Spitzmäuse erschlagen. Da haben wir schon eine. Da ist auch eine. Zweimal. Ich schließe mal selbst ab. Stufe 6. Dürfte auch kein Problem sein.
mit der Charakterklasse müssen wir schauen, dass wir immer so die Items, das Equipment, eher auf Intelligenz gehen. Ich glaube vor allem beim Schwarzmagier. Denn wir sollen ja Schaden machen als Damage-Dealer. Das ist somit abgeschlossen und jetzt gehen wir auf die Ameisen. Fammelblitz brauchen wir nicht. Das war's schon wieder. Ja, Stufe 5 geht schnell. Nochmal Feuer. Wechseln wir wieder. Ja, das gefällt mir nicht schlecht da. Mit der Transposition. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, habe ich bei meinen anderen Charakter viel zu wenig darauf geachtet. Ja, nicht wissen schützt vor Schaden nicht. Fünfe müssen wir von denen machen. MP ist aus. Darum geht's nicht. Und noch einmal. Dann haben wir das. So. Abgeschlossen. Hauptquest ist beim Bahnhof. Und einmal müssen wir noch in die Spalunke. Wovo Baru. Ja, freilich haben wir das. Was glaubst denn du? Der ist voller Freude. Intelligenz, Gürtel, merken. Ziehen wir an, wir haben eh noch keinen. Und da haben wir schon G-Level 3. Ja, weiter langsam. Achso, wir wollten ja reparieren eigentlich. Groß angekündigt, nicht gemacht. Reparieren lassen. Passt. Sonst noch was da? Rüstungshändlerin. Sollen wir mal schauen, ob es was Besseres gibt. Was haben Sie denn, Krieger Magier? Alle Klassen, Handfood haben wir schon. Roben. Keine Ausrüstung am Kopf. Ja, Hanfkokulle, die haben wir ja schon gekriegt, was ich mir erinnere. Wir sind eigentlich top ausgestattet, das passt. Da kriegen wir jetzt noch ein Armband. Kupferarmbänder. Abschließen. Und da steigt die Intelligenz schon wieder. Wie viel haben wir denn jetzt? Magie, Offensivmagie 43, Zaubertempo 77. Ist nicht so schlecht. Bronzeaspis können wir nicht verwenden, aber das ist eh optional. Dann nehmen wir wieder das Geld. Okay. Da muss ich jetzt überall
Da habe ich es. Rüste, Kopf, Rumpf, Hände, Beine und Füße mit dem mit Ausrüstungsgegenständen der Stufe 5 oder höher aus. Mal guck machen. Stufe 5, 6, 5. Ah, da ist Stufe 1. Da muss Stufe 5. Eine Hose brauchen wir. One Trouser von dem Maggie Can. Da war genau das, was ich nicht mehr geschaut habe vorher. So. Alle Klassen Intelligenz 1, Stufe 8 ist das schon. Mach mal. Und da haben wir nur diese hier. Und G Level 4. Sehr gut. Und das Zeichen ist grün. Warren. Ja, sicher denke ich, ich bin dabei. Das ist für Gladiator oder Paladin. Wir nehmen das Geld. Und da kriegen wir Wasserscherben. Die werden gebraucht, wenn man einen Handwerkerberuf hat, zur Herstellung von Materialien oder Gegenständen werden Scherben gebraucht. Und es ist das 10er Level. Kommando Schlaf haben wir gekriegt, aber immer noch keinen Kollaps. Schlaf, das ziehen wir uns gleich da runter. Sehr fein, Schlaf. Du versetzt das Ziel in Schlaf. 30 Sekunden ist sehr lang. Dauert bei BVB 15. Und da bin ich der Autoattacke, okay. Denn bei Angriff wird das Ziel wieder wach. Und das ist fein, wenn mehrere Gegner sein. Dann kann man zum Beispiel bei 3 Gegnern 2 in Schlaf versetzen und kümmert sich um einen, ist der fertig und so weiter und so weiter. Ich glaube, ihr könnt mir folgen. Stufe 10, also da wieder weg, heißt, wir haben Bonuspunkte bekommen. Und wir setzen natürlich da alles auf Intelligenz. Bestätigen, damit unser Schaden mehr wird. Ich schaue auf den Timer, sehe, dass wir nur 2 Minuten 40 haben. Deswegen werden wir heute das Gildengeheiß nicht angehen, ja. Ey, gibt es Gildengeheiß an? So. Aktion kann momentan nicht ausgeführt werden. Ah, da wird es wahrscheinlich noch eine Quest geben mit Gildengeheiß dann. Was ich im Köpfli habe. Okay, da kann man schnell zwischen Städte hin und her reisen. Auf einem Chocobo. Hauptquest annehmen. Ah, sehr gut. Intelligenz 1, Willenskraft 1. Das wollen wir. Und was Kobalosse anlocken und erschlagen. Immer die gewalttätigen Quests. Das ist. Nein, mag ich nicht. Und du willst Osbert einen Supertrank anbieten. Okay, den müssen wir kaufen. Was ich noch zeigen wollte, schnell im Inventar, wenn man da die LR1-Taste drückt, sieht man da eben die Scherben. Feuerkristall und Feuerpolykristall. Das ist dann für die High-End-Ausrüstungsgegenstände zum Herstellen. Das ist die einfachen und das ist die mittleren. Die logische Folge. Sollen wir mal kurz ordnen. Super Trank. So, da ich ja den Timer vergessen habe, muss ich die Folge leider da beenden. Eigentlich eh relativ viel geschafft. Stufe 10 schon. Hat es euch gefallen? Daumen bitte, Kommentar, damit wir ein bisschen quatschen können. Und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge.